Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Ja, es ist wieder Zeit für eine neue Map-Vorstellung. Und zwar haben wir diesmal die Ravensberger Land, eine Vierfachkarte. Und was das jetzt genau gibt, das gucken wir uns einmal gemeinsam an. So, also. Okay. Also hier tut sich auf jeden Fall auf den ersten Blick schon mal eine ganze Menge. Wir haben hier KI-Personen. Dann haben wir hier Deko-Züge, die hier längs fahren. Also, das wird schon mal sehr, sehr spannend. Ob uns hier wohl ein Bus mitnimmt? Ich glaube, da warten wir vergebens. In der Zeit kann ich euch schon mal ein klein bisschen was hier zu der Karte erzählen. Wenn ihr die Karte hier im Multiplayer spielen wollt, dann müssen auf jeden Fall mal 8 Farmen erstellt werden. Und der Hof 1, so gesehen, gehört dann der Farm 1, Hof 2, Farm 2 und so weiter und so fort. Sonst passen nämlich nachher die Farm-IDs nicht. Und dazu gibt es dann nämlich eine XML. Die müsst ihr dann tauschen bzw. umbenennen. Aber das steht dann auch nochmal genau in der Beschreibung drin. Deswegen also genau lesen, was gemacht werden muss, damit das auch alles so funktioniert. Ja, ich würde sagen, wir machen hier gleich mal den kleinen Fahrzeugcheck und gucken mal. Ja, das hat sich somit schon mal erledigt. Fahrzeuge gibt es hier keine. Allerdings bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe nämlich eigentlich in der Beschreibung gelesen, man soll eine XML umbenennen. Und die war aber komischerweise jetzt nicht dabei. Oder beziehungsweise ich habe sie nicht gefunden. Deswegen bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob da nicht vielleicht doch irgendwas dabei ist. Aber wir lassen es jetzt mal so stehen. Ja, wir haben hier auf jeden Fall mehrere Produktionen drauf verbaut. Eine Bäckerei. Dann haben wir Schokolade, Zucker, Weberei und vieles mehr. Ja, wie gesagt, die Karte hier ist als Beta deklariert. Man wird also immer noch dran gearbeitet. Okay. Ja, da wir keine Fahrzeuge haben, würde ich sagen, wir gehen hier gleich mal als erstes auf die Kartenübersicht. Und so sieht das Ganze hier aus. Wir sind jetzt hier oben. Und ja, man sieht hier oben, es fährt hier ein Zug. Und das sieht mir sogar nach einer Elektrolokomotive aus, so wie es hier steht. Entweder ist das der Deko-Zug oder wir können den Zug nutzen. Das werden wir aber prüfen. So, dann seht ihr hier zum Beispiel mal. Hier sind die ganzen Höfe beschriftet. Und meine Vermutung ist nämlich, dass wir den Hof 1 zum Beispiel als Singleplayer-Spieler rein theoretisch sogar haben könnten. Aber wie gesagt, ist jetzt meine Vermutung. So, deswegen springen wir jetzt mal kurz dahin. Und
Hoppala, da wird's auch schon gleich bunt. So sieht das Ganze hier aus. Ist für mich sogar fast ein bisschen zu steril hier. Also da könnte man den Boden auf jeden Fall noch ein bisschen auflockern, bisschen dekorieren hier. Und hier sehe ich jetzt zum Beispiel einmal eine Bahnstrecke. Die fährt hier irgendwie komischerweise so komplett querfeldein. Ja, könnte man wahrscheinlich auch schöner machen, schön mit Schotterbett und so. Aber vielleicht habe ich da auch zu viele Ansprüche. Weil da vorne, ja, überall ist das Grün drüber. Eigentlich schade, aber gut. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so schön haben. Da oben, da haben wir den Viehhandel. Den kennt, glaube ich, jeder mittlerweile. Der steht hier oben. Ganz im Eck. Dann gibt es hier noch die BGA. Dann haben wir hier auf jeden Fall schöne hügelige Bereiche. So, was haben wir denn hier? Produktionsstätten, Wood, Box Production, Little Sawmill. Okay. Aber das ist hier definitiv was anderes. Sperrholzproduktion. Holzbox. Leere Paletten. Okay. Holzfassproduktion. Sägewerk. Okay, wahrscheinlich Hackschnitzel. Okay, wir waren noch nicht weit genug. Passt. Also hier oben komplett alles so ein bisschen mehr oder weniger im Wald versteckt. Ah, da ist ja wieder unser schöner Kran. Ist der jetzt mal hier mit Funktion? Okay, nee, da können wir das Holz nur manuell verkaufen. Sehr schade. Da freue ich mich ja immer noch mal drauf, wenn das irgendwann jemand hinkriegt. Dann guck mal weiter. Den Hof gucken wir uns jetzt, glaube ich, nicht direkt alle an. Ich brauche jetzt nur mal den zweiten hier. Ja. Also man sieht, wir haben hier vorbereitetes Silo, Farmhaus, Unterstellmöglichkeiten. Und das war's auch schon. Auch hier wieder alles sehr steril gehalten. Dann brauchen wir uns die anderen Höfe unten gar nicht angucken. Aber ich sehe gerade, da kommt der Zug. Wo ist er? Da kommt er. Gut. Also das sieht mir definitiv nach Deko aus. Also, da lese ich jetzt auch nichts anderes drüber. Einen zweiten Zug oder sowas gibt es hier nämlich auch nicht. Nee. Dann machen wir hier mal weiter. Das sind dann, wie gesagt, die anderen Höfe. Hier haben wir noch einen Kuhstall mit dabei. Hier, wie gesagt, haben wir einen Schweinestall. Da haben wir, okay, Mistwerk, auch nicht schlecht.
Bäume haben wir auf jeden Fall auch reichlich hier, die man abholzen kann. Tankstelle haben wir da vorne schon gesehen. So, dann haben wir hier noch eine BGA. Ist aber wahrscheinlich erstmal genau. Müsst ihr kaufen, dann solltet ihr sie hier auch auf der Karte sehen können. Ja, was haben wir sonst hier noch zu den Feldern zu sagen? Die Felder, ja, ich sag mal größtenteils quadratisch, praktisch nicht gut. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Bisschen was Unförmiges haben wir auch dabei. Okay. Aber dann machen wir mal weiter. Hier sind, wie gesagt, Höfe. Dann haben wir hier noch teilweise andere Bereiche. Da gibt es noch eine Verkaufsstation, Ölmühle, Müslifabrik. Also alles ein bisschen angepasst. Da haben wir eine Standard-Zuckerfabrik, Mühleverkaufsstation. Da haben wir nochmal den Hof. Supermarktverkaufsstelle, Tankstellen gibt es auch genügend. Spinnerei, Kieswerk, Molkerei, Kieswerk gucken wir uns mal kurz an. So, dann haben wir hier KI-Verkehr bei den Schiffen. Schöne Splines. Also auf jeden Fall was belebt. So, was haben wir hier drüben? Aha, auch interessant gemacht. Coming soon. Sieht mir aus wie so Lagerhallen. Nichts Genaues weiß man nicht. Na gut, das Gebäude hier, das kennen wir definitiv auch. Standardmäßig. Da drüben, wie gesagt, auch noch mal einen weiteren Hof. So, hier haben wir so ein kleines Dörfchen. Auch da hätte ich jetzt gesagt, fehlt mir definitiv noch ein bisschen das hübsch machen. Also die Grundbasics sind da. Und jetzt geht's halt um die Details. Hier oben noch den Fahrzeughändler, Tankstelle, Landhandel. So, ist die Frage, wo kommen wir denn hier raus? Oh, ein geräuschloses Tor. Hier habt ihr noch Freiflächen, da könnt ihr auch noch selber was platzieren und gestalten. Ist auch immer vom Vorteil. Ja, und dann sind wir hier auch schon so wieder ziemlich am Startpunkt angekommen. Guck jetzt gerade hier nochmal. So, hier haben wir einen kleinen Spielplatz. Da haben wir einen Tunnel, da können wir direkt durchfahren. KI-Verkehr sehe ich auch. Und jetzt kommt die größte aller Fragen. Wie sind denn hier die Preise? Oh, okay. Da sind wir schon ein bisschen sportlicher unterwegs mit den Preisen. So ein Hof kostet unterschiedlich. Den kann man sich sogar leisten hier.
Die Felder, wie gesagt, sind ein bisschen teurer, überdurchschnittlich hätte ich gesagt. So, BGA da oben 142.000 ist jetzt auch jetzt nicht allzu teuer. So, Wachstumskalender, Tierstelle. Feldmissionen sind auf jeden Fall da. Und Produktion müsst ihr euch erstmal verdienen und kaufen. Passt soweit. Dann, was haben wir noch? Okay, einmal dann der letzte Check, und zwar die Lok. Und da habe ich eben nämlich auch schon ein bisschen was gesehen. Genau, da haben wir so ein paar rote Leuchten. Cardlord Resource. Was haben wir denn? Textur. Schoki. Okay. Entweder. Ah ja, da sehe ich schon. Hier. Ups, seht ihr jetzt nicht. Schade. Hier steht Texturis. Doppelslash Schoki. Und ich vermute mal, da gehört nur ein Slash hin. Also wieder mal ein Flüchtigkeitsfehler. Das kommt natürlich gerne mal vor, aber sollte nicht sein. So, dann haben wir da oben noch mehr Cardlord Resource, PNG-Dateien. Also fehlen auch wieder irgendwelche Bilder oder Texturen. Mal sehen. Und da geht's weiter. 3D Stereo Audio Files. Ah, okay. Das heißt, da sind die Sounddateien in einem falschen Format. Warning, Old Shapefile. Okay. Can't load resource. Fail to open XML. Shader XML. Kann er nicht finden. Oder ist gar nicht vorhanden. So, da haben wir noch mehr Warnings. Warning Shape. Zu groß. Okay, und da haben wir ein Lua Cold Stick drin. Warum? Womit? Ja, der haut euch damit die Lok voll. Da haben wir auf jeden Fall auch nochmal ein Problem mit der XML-Datei. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das Warning, dieses Lua Cold Stack kommt eventuell von den Windturbinen, den großen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, na, auf die Windräder, genau. Aber es ist jetzt nur meine Vermutung, wo ich jetzt rangehen würde. So, noch mehr Error. Farmland. Okay. Warning, Mesh Cooking, Spline. Das hört ja hier gar nicht mehr auf. Missing Textur. Ja, also ich gehe jetzt auch noch mal ganz bis nach oben. Und da ist auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit. Auch wenn es, wie gesagt, eine Beta ist. Ich vergleiche das immer gerne mit meinem Anspruch. Wenn, dann sollte es auf jeden Fall eine fehlerfreie Map sein oder Log sein, dass man das Ganze dann auch dementsprechend schon spielen kann. Sich lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ja, und Zeit nehmen dürft ihr euch jetzt auch. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Wie seht ihr das Ganze? Und ja, ich freue mich natürlich über jedes Däumchen. Das wäre ein Träumchen. Und natürlich nicht vergessen, Glocke aktivieren und Abo dalassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.